Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Christoph Hofstetter, ich bin Versicherungsmakler und Vermögensberater und heute gibt es kein Versicherungsthema, sondern zum gegebenen Anlass, dass der Bitcoin sein All-Time-High erreicht hat, wie Sie es vielleicht mitbekommen habt, gibt es heute einen Einblick in mein privates Kryptoportfolio. Ich werde euch genau zeigen, zu welchem Zeitpunkt ich mit welchen Beträgen welche Kryptowährungen gekauft habe, wie sich das Ganze jetzt entwickelt hat, auch auf welchen Börsen ich die Kryptowährungen gekauft habe, wie ich sie jetzt lager und was ich vermute, dass in Zukunft noch passieren könnte und wie ich mich jetzt in der aktuellen Situation verhalte, wo wir eben gerade am Allzeithoch von Bitcoin stehen. All das und vieles mehr erfährst du in dem Video und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Vermutlich haben es die meisten von euch schon mitbekommen, dass Bitcoin jetzt gerade vor kurzem sein Allzeithoch erreicht hat. Jetzt hat es eine kleine Korrektur gegeben, wenn wir da ins letzte Monat reinschauen. Der Bitcoin war auf 66.000 Euro, ist jetzt korrigiert auf 62.000 Euro. Aber wenn man sich die letzten 5 Jahre anschaut, schaut das wirklich heftig aus, was im letzten halben Jahr passiert ist und bedeutet, dass Bitcoin aktuell auf Platz 8 der Marktkapitalisierung liegt von den größten Assets, die es gibt und mittlerweile vor Silber. Das heißt, alle Bitcoins, die es gibt, sind mehr wert als das gesamte Silber, was wir haben. Das ist, finde ich, schon eine heftige Entwicklung. Könnte zum einen auch daran liegen, dass vor kurzem, vor ein paar Monaten, die ersten Bitcoin-ETFs auf den Markt kommen sind, bewilligt worden sind und jetzt es möglich ist, für institutionelle Anleger ziemlich einfach in Bitcoin zu investieren und es da teilweise heftige Zuflüsse gibt. Und zwar der größte Bitcoin-ETF hat es geschafft, innerhalb von 2 Monaten 10 Milliarden Fondsvermögen einzusammeln. Das ist ein neuer Rekord übrigens. 2 Monate für 10 Milliarden Fondsvermögen. Davor war der Rekord beim Gold-ETF und der hat 2 Jahre lang dafür gebraucht. Also da sieht man schon, was da für eine heftige Nachfrage besteht, um einfach in Bitcoin zu investieren. Was da für Summen teilweise reinfließen, vom größten ETF, von BlackRock, sind das 849 Millionen da zum Beispiel, da unten, am 12. März waren es 849 Millionen. Das heißt fast 1 Milliarde Zufluss pro Tag. Das war natürlich der Rekord, aber es liegt meistens so um die 200 bis 500 Millionen Zuflüsse pro Tag. Das sorgt natürlich wahrscheinlich zum einen dafür, dass der Kurs da so explodiert ist in den letzten Wochen und Monaten, aber auch dafür, dass langfristig Bitcoin einfach mehr Anerkennung kriegt. Leider gehöre ich nicht zu den Krypto-Investoren, die schon vor Jahrzehnten investiert haben, also vor, nicht Jahrzehnten, aber vor 10 Jahren zum Beispiel. Ich habe mich zwar zum ersten Mal damit befasst, kann man nicht sagen, aber in Kontakt kommen bin ich zum ersten Mal im August 2017. Und zwar war ich da in der Ausbildung bei einer großen Versicherung im Außendienst als Versicherungsberater. Und in den Pausen hat man sich natürlich mit den Kollegen unterhalten, in was man so investiert. Ich war damals auf Immobilien und Aktien fokussiert und habe mich mit den Themen befasst. Und es ist einmal auch um Bitcoin gegangen. Einer hat von Bitcoin erzählt. Ich, dumm, naiv, habe einfach das Ganze so oberflächlich betrachtet und habe gemeint, das ist Abzocke, das ist ein Scam, ein Betrug. Ich habe es gar nicht weiter hinterfragt, ich habe es einfach abgestempelt. War von mir natürlich sehr dumm. War für mich dann zu einem bestimmten Zeitpunkt dann soweit, dass ich gesagt habe, ich will auch investieren. Leider nicht 2017. Das heißt, ich bin kein Kryptomillionär, mein Portfolio ist überschaubar. Aber jetzt werdet ihr noch sehen, wie viel jetzt wirklich drin ist. Zum ersten Mal habe ich investiert im Juni 2021. Das heißt, da beim Kurs von ca. 30.000. Das heißt, bei diesem Bullrun, den man da gehabt hat, nach der Corona-Krise, wie sich das wieder alles erholt hat, hat begonnen so im Oktober 2020 bis März 2021. Dann hat es wieder eine Korrektur gegeben. Ich habe zum ersten Mal einkauft nach dieser Korrektur. Und zwar über die Plattform Binance hat die geheißen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal so richtig intensiv mit Bitcoin befasst. Habe auch zu dem Zeitpunkt ein Video gemacht, wo ich Bitcoin und Gold verglichen habe. Das verlinke ich euch da oben. Und wie ich in dem Video auch schon erklärt habe, war es für mich wichtig, die Technologie hinter Bitcoin zu verstehen. Also ich habe wirklich ein Buch gelesen zu Blockchain, heißt Blockchain 2.0 von Julian Hosp, wo er wirklich es schafft, die Blockchain-Technologie relativ einfach zu erklären. Es ist ein wirklich kompliziertes Thema, aber nach dem Buch war für mich klar, dass das kein Hokuspokus ist, sondern dass da wirklich ein mathematischer Code dahinter steckt, der für eine Begrenztheit sorgt. Und dann war es für mich klar, ich will auch in Bitcoin investieren und habe zum ersten Mal über Binance am 4. Juni 2021 500 Euro investiert zu einem Kurs von 30.000. Danach wieder
aber da ist meine Überweisung in britischem Pfund ankommen und es hat dann generell mit Binance Probleme gegeben und zwar hat man kein Geld mehr hinüberweisen können. Es war noch möglich, von dort Geld wegzunehmen. Ich habe das Ganze dann übertragen zu einem österreichischen Anbieter und zwar zu Bitpanda, bei dem ich dann sehr zufrieden war, wo alles super funktioniert hat. Kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr selbst Kryptowährungen kaufen wollt, ist meine Empfehlung Bitpanda. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Affiliate-Link. Wenn ihr dort draufklickt und euch ein Konto eröffnet, habt ihr nicht mehr Kosten, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal. Ich habe dann dort auch schon begonnen, im Juni 2021 zu investieren, habe dann monatlich ca. 500 Euro investiert, also zum ersten Mal dort Juni 2021, das Ganze dann August 2021, auch schon Ethereum. Ich habe dann immer so 300, 200 Euro, habe ich das ziemlich aufteilt auf Bitcoin und Ethereum und September wieder und so weiter, September, Dezember, also immer ca. 500 Euro. Im Mai 2022 habe ich dann zum ersten Mal einen größeren Betrag investiert. Hat daran gelegen, dass ich im Sommer 2020 eine Wohnung gekauft habe, die ich bis dahin vermietet habe. Und dann habe ich aber entschlossen, mich wieder von der Wohnung zu lösen. Ich habe die dann verkauft mit einem sehr guten Gewinn. Zu dem Immobilieninvestment gibt es auch ein sehr ausführliches Video, das verlinke ich euch auch da oben, wenn ihr mehr dazu wissen wollt. Es war dann circa ein Nettogewinn von 35.000 Euro, der mir überblieben ist aus dem Ganzen. Und ich habe dann einen Teil davon da in Kryptowährungen investiert. Deshalb war das ein größerer Betrag. Dann genauso im Juni 2022, ich habe von Juni 21 bis Februar 22 wirklich regelmäßig investiert. Das heißt, ich habe dann natürlich super in diesen Bullenmarkt reinkauft, was jetzt nicht so sonderlich gut war. Also von Juni 21 bis Februar 22 habe ich investiert. Das heißt, bis daher immer wieder in Tranchen. Ich habe zum Glück nicht den Punkt da oben erwischt, sondern rundherum. Und dann größere Beträge zum ersten Mal im Mai 22 und im Juni 22. Das heißt, da habe ich dann wirklich gut erwischt. Mai 22 war da circa und Juni 22 habe ich es dann da unten irgendwo erwischt, bei 21.000 oder so. Und dann nochmal eine letzte Investition, sogar im November 22, jeweils 650 Euro. November 2022, ja, das war nach diesem Crash nach unten. Da ist die FTX, eine sehr große und angesehene Kryptobörse, hat einen Insolvenzantrag gestellt, weil da ein wirklich großer Betrugsskandal vorgelegen hat. Also jetzt nicht, dass die Kryptowährung ein Betrug ist, sondern die Börse, wo man die Kryptowährungen kauft, die haben dann Insolvenz angemeldet und es hat in dem Moment so gewirkt, als wären wirklich diese ganzen Einlagen, die die Kunden dort gehabt haben, die Kryptowährungen, die einfach normalen Währungen wie Euro, Dollar, was auch immer, wirklich verschwunden. Also einfach Betrug, die haben irgendwas anderes damit gemacht, das Geld ist nicht mehr da. Mittlerweile schaut es wieder so aus, als würden die Kunden tatsächlich ihre Gelder, die mit dem Wert von damals, das heißt, hat man damals Bitcoin gehabt, kriegt man jetzt für ein Bitcoin 16.000 und keine 62.000 zurück, aber man kriegt vermutlich den Wert zurück, weil FTX auch Investitionen getätigt hat in Startups mit künstlicher Intelligenz, die sich wirklich fantastisch entwickelt haben. Es gibt zum Teil Investitionen in irgendwelche Coins, glaube ich, in Solana, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber es sind Vermögenswerte dort gefunden worden, die vermutlich es ermöglichen, alle Kunden wieder zu bedienen. Mit den Ständen natürlich von damals. Das heißt, hat man Bitcoin gehabt, kriegt man den Euro-Wert 16.000 und jetzt eben nicht die 62.000 Euro. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann beschlossen, ich will meine Kryptowährungen nicht mehr bei Bitpanda liegen haben, sondern ich habe dann von dort alles abgezogen auf eine eigene Wallet, auf einen Ledger, not your key, not your coins. Das heißt, liegt das Ganze bei einer Krypto-Plattform, ist im schlimmsten Fall das ganze Geld weg, wenn die in Insolvenz gehen. Deshalb zieht man es rüber auf einen eigenen Ledger zum Beispiel, wo man dann selbst den Zugang verwalten muss. Kann natürlich bitter ausgehen, wenn man das Ganze verliert, aber so hat man zumindest nicht das Risiko, dass es von einer Börse abhängig ist. Auf jeden Fall, in Summe waren es bei mir 10.500 Euro, die ich von Juni 2021 bis November 2022 investiert habe. Im Durchschnitt war mein Einkaufspreis, ich glaube, beim Bitcoin 27.000, das heißt ungefähr um den Wert, wo er auch vor einem halben Jahr war. Wenn man das jetzt da sich anschaut, das ist mein gesamtes Portfolio. Eine Zeit lang war das auch mit 3.000 Euro im Minus. Bis Februar 23, da war es dann, oder sagen wir erst, März 23 bis vor einem Jahr war das Ganze im Minus. Jetzt schaut es natürlich besser aus, weil im letzten halben Jahr, seit Oktober 23, das war ungefähr mein Einkaufskurs, den ich gehabt habe.
habe zwar schon 2021 begonnen zu investieren, hätte aber keinen Unterschied gemacht, wenn ich die 10.500 Euro komplett im Oktober 2023 investiert hätte. Mittlerweile hat sich das um 150% erhöht und es ist jetzt 25.000 Euro wert. Ich habe aber noch nie Bitcoin, ihr seht es da unten, oder Ethereum verkauft. So schaut mein Portfolio aus, also ca. 70%, 30%. Und ich werde auch jetzt nichts verkaufen. Ich habe kurz überlegt, muss ich gestehen, ob ich jetzt verkaufen soll und dann bei einem größeren Crash wieder einkaufen soll. Bin ich aber davon abgekommen. Ich habe einfach die Strategie, regelmäßig zu kaufen. Aktuell kaufe ich nicht. Ich werde erst wieder kaufen, wenn es wirklich eine große Korrektur gibt. Ich glaube, es kann jetzt weiter raufgehen auf 100.000 Euro. Ich verfolge es nicht wirklich aktiv, sondern ich kriege es einfach so mit über die Kanäle, die ich verfolge. Soll es einmal eine große Korrektur geben, wie zum Beispiel 30-40%, werde ich nachkaufen. Aber ich verkaufe jetzt nicht. Ich habe wirklich da Buy-and-Hold-Ansatz. Das heißt, ich kaufe einfach nur und behalte es mir, weil für mich ist das ein langfristiger Wertspeicher, den ich mir dort aufgebaut habe. So schaut meine Strategie aus. Das heißt, ich bin kein Trader, der jeden Tag vor drei Bildschirmen sitzt, irgendwelche Charts analysiert und Thesen aufstellt, wie sich was entwickeln wird und dann kauft und nach einer bestimmten Zeit wieder verkauft oder mit Hebel arbeitet, einen Stop-Loss setzt. Diese ganzen Themen sind nicht meine Themen. Ich kaufe einfach nur zu bestimmten Zeitpunkten und behalte mir die Kryptowährungen langfristig. Es ist auch nur ein überschaubarer Teil von meinem gesamten Investmentportfolio in Kryptowährungen investiert und ich habe außerdem keine Zeit zu traden und auch keine Lust, weil ich viel lieber mich um unsere Kunden kümmere und unseren Kunden behilflich bin, ihre Altersvorsorge stabil aufzubauen auf ETF-Basis über ein Wertpapierdepot oder eine ETF-Police. Und wenn du wissen willst, wie du deine Altersvorsorge auch richtig gut aufstellen kannst oder auch wenn du wissen willst, welche Versicherungen in deiner Situation die wichtigen sind, kannst du dich sehr gern unten in der Videobeschreibung eintragen für ein kostenloses Erstgespräch und wir finden heraus, ob wir dir behilflich sein können. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.